Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier in World Racing. Die letzten beiden Rennen stehen für uns auf der Reihe. So, jetzt will der uns aber erstmal auf den Checkpoint schicken. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir spielen jetzt die letzten beiden Rennen in Mexiko und in Nevada. Und die Frage, was für ein Fahrzeug? Einen McLaren, was ist das denn? Jetzt kriegen wir die richtig guten Fahrzeuge hier, oder? McLaren, wo ist er denn? Das will ich jetzt mal sehen. Den will ich sehen. So einer. Ja, warum nicht? Warum nicht? Guckt euch das mal, was der von der Leistung hat. Obwohl, nee, mit dem durch Mac. Nee, das ist mehr was für die. Nee, das machen wir mal nicht. Für Mexiko. Wir probieren es mal mit der A-Klasse. Ihr kriegt das auch mal in eine andere Lackierung. Nochmal dunkelrot. Zwei Runden durch Mexiko. Wieder unbefestigtes Gelände. Das wäre nichts für den McLaren. Und natürlich fährt mindestens einer der KI dasselbe Fahrzeug. Aber wir kommen besser weg vom Start. Ich hoffe nur, dass wir unsere, diese tollen Brücken uns diesmal erspart bleiben. Schwierigkeitsgrad ist jetzt wieder auf 80. Haben wir ja am Ende des letzten Parts wieder hochgestellt, weil das dann doch zu einfach aussah in Japan. Nur bei deiner Mexiko-Strecke war es irgendwie nicht nachvollziehbar. Wobei ich auch viele eigene Fehler mache auf diesen schwierigeren Kursen, das muss ich, das stehe ich auch zu. So macht man sich Vorsprung kaputt. Es sind wirklich eigene Fahrfehler. Das ist jetzt keine übernatürliche KI oder sowas. Wirklich ein blöder Fahrfehler von mir. So pfeift der erste schon an uns vorbei, der zweite an uns vorbei. Aber das, wenn wir in beiden Rändern zweiter werden oder dritter werden, das müsste auch reichen. Ich glaube, wir fahren wieder über unsere absoluten Lieblingsbrücken. Das ist nämlich die Strecke da hoch. Nee, doch nicht. Ich hoffe, vielleicht bleiben uns diese Brücken wirklich erspart. Ja, das darf nicht passieren, dieses Anditschen, das. Gute Punkte bringt uns das nämlich nicht. Aber wir haben uns trotzdem wieder Vorsprung erarbeitet, obwohl wir jetzt gerade mit einem Schwierigkeitsgrad fahren, der 10% höher ist. Also im letzten Rennen. Also in der Ecke waren wir auch noch nicht auf der Mexiko-Karte hier, bei diesen Pflasterstraßen.
So, das erste Mal, dass wir hier oben lang fahren, den Kurs. Ist immer krass, dass man immer dann doch neue Kursvarianten hier noch kennenlernt. Ja, und dadurch, dass wir die Kurven zum Teil nicht richtig nehmen, dann kommt natürlich die KI auch wieder näher ran. Okay, so. Okay, das ist nur die einzige Brücke, wo wir fahren, ist diese hier. Der Start hier gerade. Das geht eigentlich vom Kurs her. Hat ein paar enge Kurven, aber wenn man die ordentlich nimmt, dann hat man hier kein Problem. So, deutlich besser genommen diese Kombination jetzt hier. Tunnel, Maya-Tunnel, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich klar, wenn man das in den ersten 4, 5, 6 Rennen entscheidet, die Meisterschaft verzieht, dass man dann in den letzten beiden Rennen das ein bisschen neue Fahrzeuge ausprobieren kann. Gut, jetzt, das ist jetzt kein neueres Fahrzeug. Mit der A-Klasse. Aber im letzten Rennen, wenn das jetzt hier bei dem Sieg bleiben sollte, dann können wir am letzten Rennen mal diesen McLaren ausprobieren. In Nevada. Die A-Klasse selber hat ja auch Berühmtheit erlangt, Ende der 90er Jahre, ich glaube 1997 war das, durch den Elch-Test, was das Fahrzeug nicht bestanden hat, da ist umgekippt dabei. Und irgendwelche Konstruktionsfehler waren. Die dann aber behoben wurden. Also einfach zu spät gebremst von mir. Ja, immer durch diese Ruinenstadt hindurch. Abgekürzt. Ja, es war auch abgekürzt. Thank you.
Wir haben uns einen trotz 80% Schwierigkeitsgrad deutlichen Vorsprung schon wieder erarbeitet nach vorne. Wo wir auch alles andere außer perfekt gefahren sind. Jawohl, da beschädigen wir zum Abschluss nochmal das Fahrzeug. Gewinnt das vorletzte Rennen hier in Mexiko. So, dann geht's nach Nevada. Wo ist denn die KI schon wieder? 12 Sekunden Rückstand, okay. Ah, na gut, die Strecke war das nicht so. Das ist, dürfte der Sieg sein normalerweise. So, jetzt wählen wir erstmal den McLaren aus. Hier ist er, ja. Der kriegt eine schwarze Farbe. Ihr dürft ansonsten auch mit die Farben auswählen. Das könnt ihr alles machen, wenn ihr oder Silber. Silber passt ja auch zu dem. Oh, der war Silber, wie sich das gehört. Und gehen ins letzte Rennen nach Nevada. 17 Kilometer, wieder über zwei Runden. Grundsätzlich sehe ich das ja gern, wenn die KI auch Fehler macht. Ja, fahr vorbei. Boah, eiert der hier rum. Leute. So, vier, das ist wieder wie mit dem Cabrio. Also auf der Geraden hat die KI Vorteil, auf den, in den Kurvenfahrten nicht. Der Spieler. Ja, schade. Fast erste werden können. Ich finde, wenn man einmal in der Führung ist, dann hat man es als Spieler hier auch einfacher im Spiel. Das hab ich, zumindest habe ich so den Eindruck. Klar hatten wir auch Beispiele jetzt schon im Let's Play. Wo dann die KI dann doch nochmal rangekommen ist. Das Fahrzeug ist Geschoss, vielleicht für so das Testcenter oder ein Hockenheimring ist der besser geeignet. Ja, ist so schade, dass man keine Meisterschaftsrennen im Testcenter hat. Ein Hockenheimring, da kommt auch sehr selten was vor. Nähern uns langsam dem Führenden, aber der macht auf der Geraden halt richtig stark Dampf.
Das war's, der erste ist weg. Der zweite hängt sich hinter uns zum Glück fest, zieht aber jetzt auch vorbei. Durch solche dummen Fahrfehler. Oh, Leute, es tut mir leid für die Flucherei, aber das ist wirklich, das ist sowas von extremst ärgerlich. Wenn es dann durch solchen Schwachsinn passiert. Dritter, wir hätten den ersten normalerweise kriegen können. Ja, Entschuldigung, das war abgekürzt, richtig. Besser genommen, aber immer noch nicht perfekt. Er zieht. Der ist einfach im Kurve rausbeschleunigen, ist der erste einfach besser hier vor uns. Reicht auch, wenn wir zweiter, dritter werden. Mission haben sich ja dann auch wieder einige angesammelt. So, und das war's. Das war's mit einer eventuell guten Platzierung. Weil ich wieder so bescheuerte Fahrfehler mache. Entschuldigung, das ist einfach auch bescheuert. Vielleicht können wir den zweiten Platz hier noch behaupten. Der erste ist jetzt weg. Der ist weg. Also, dann hätten wir diesen Fahrfehler nicht machen dürfen. Danke. Ah, das ist schon ein Geschoss, das Auto. Ohne Frage. Neigt dann auch zum Übersteuern. Der erste, wie gesagt, ist weg. Es geht jetzt nur noch zweiten Platz. Ja, es ist halt mit diesen schnellen Autos so ein Nachteil. Dann sind auch bestimmt viele Abschnitte schwieriger. Mann! Entschuldigung, das ist zum Kotzen sowas, so ein Scheißdreher! Kenne ich nur so von Gran Turismo von einigen Fahrzeugen. Die Dreher machen einen alles kaputt, die machen alles kaputt! Dann hätte ich das Fahrzeug jetzt auf der Karte stellen müssen. Es läuft gerade wie mit dem Mercedes Cabrio damals in Australien. Vielleicht noch fünfter. Ja. Zum Kotzen, Entschuldigung. Nee, das ärgert mich dann eben auch. Das ärgert mich wirklich sowas. Aber richtig. Trotzdem gewinnen wir natürlich die Meisterschaft. Und naja. Letzte Saison.
eine Meisterschaft freigespielt, die nationale Liga, das ist dann auch unsere nächste Meisterschaft, die wir haben. Aber vorher kümmern wir uns erstmal um die Missionen. Trotzdem sind wir fertig. Entschuldigung für die Emotionen, aber ich kann da nicht anders. Und jeder, der wirklich leidenschaftlicher Spieler ist, kann da auch nicht anders. Ich danke euch bisher fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Video ein. Haut rein, euer Felix, der Weiß.